Hey, Weißbrot! Was willst du denn hier? Norman Jayden, FBI. Können wir einen Moment reden? Ja. Ich suche den Besitzer eines blauen 83er Chevrolet Malibu. Ist mir scheißegal, wie der Wagen herkam. Oder ob er gestohlen war. Ich will nur den Käufer wissen. Sorry, Mann. Da klingelt nichts. Irgendwie kann ich mir Namen einfach nicht merken. Dann werde ich Ihnen mal auf die Sprünge helfen. Sollten Sie den Wagen tatsächlich an den Mann, den wir suchen, verkauft haben, wartet eine lange Zeit im Knast auf Sie, Jackie Boy. Du willst mir Angst machen, Großmaul? Hab dein blödes Auto nicht gesehen? Jetzt verpiss dich. Der blaue Chevrolet ist meine einzige Spur. Blut. Warum ist hier Blut? Die gleiche Reifenmarke wie beim gesuchten Auto. War das Auto des Mörders hier? Die Blutspur führt zum Säurebad. Fingerabdrücke. Wahrscheinlich von Mad Jack. Größe 41. Vermutlich ein Besucher. Größe 48. Muss Manchecks Größe sein. AI-Eintrag. Spuren von Orchideenpollen in der Luft der Werkstatt identifiziert. Ein paar blaue Farbspuren, die gleichen Reifenspuren, kein Zweifel. Das Auto des Mörders war hier.
zu ruhig. Musst ihm leider sein kleines Maul stopfen. Hände hoch, du Schwein! Ich hab keinen Bock auf deine Spielchen. Ich werde dich hier rausschaffen. Entschuldigung. Sagen wir sofort alles über den Mann mit dem blauen Auto. Ach, fick dich doch ins Knie. Ich habe keine Zeit zu verlieren, Jack. Ich will wissen, wem der Wagen gehört. Was du willst, ist mir scheißegal. Ich singe nicht. Du solltest mich jetzt lieber einbuchten. Bist du jetzt komplett übergeschnappt, Mann? Oh, scheiße, Jack. Das war doch nichts. Nur Selbstverteidigung. Ganz genau nach Dienstvorschrift. Töte oder werde getötet. Wow, wow, wow. Halt, das reicht. Mir fällt da gerade was ein. Ha? Du beruhigst dich und ich erzähl dir was. Ich weiß nichts über den Typ. Ich sollte seine Karre loswerden. Wollte eine neue mit falschen Schildern. Zahlte Cash. Da habe ich nicht nachgefragt. Meinte, wenn alles fertig ist, soll ich einem Kerl Bescheid geben? Paco im Blue Lagoon. Mehr weiß ich nicht. Wir setzen unsere Unterhaltung auf dem Revier fort. Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was... Scheiße, nicht jetzt. Alles, was sie sagen kann und wird... Hey, hast du ein Problem oder was ist los? Glauben Sie, der Origami-Killer hat Manfred getötet? Macht Sinn. Er wollte ihn zum Schweigen bringen. Und Sie verdächtigen Gordy Kramer, stimmt's? Ihn oder seine Leute. Gordy hatte die Zeit und die Mittel. Und die entsprechende kranke Einstellung, die dazugehört. Es ist nur ein Verdacht, aber er sieht verdammt schuldig aus. Sind das die Akten zum Fall? Ich arbeite schon seit Jahren daran. Jede Menge Papierkram. Magazine über Origami? Sie meinen, der Mörder hat eins abonniert? Wenn er sich in den letzten 30 Jahren für Origami interessiert hat, könnte er vielleicht dabei sein. Aber es sind über 500 Namen. Das bringt gar nichts. Ich hab Hunger. Haben Sie was zu essen? Ich bin kein Koch, aber ein paar Rühreier werde ich schon hinkriegen. Toll. Alles klatschnass. Ich muss mich aufwärmen. Ist es okay, wenn ich dusche? Nur zu. Die Tür in meinem Schlafzimmer. Ich mach das Essen und Sie gehen duschen.
Die Eier müssen jetzt fertig sein. Ich habe mir mal Ihren Bademantel geborgt. Steht Ihnen gut. Hey, das sieht fast genießbar aus. Was ist das? Das Notizbuch aus Manfreds Büro. Nach diesem Buch haben in den letzten 10 Jahren 30 Kunden Royal-Teile gekauft. Vielleicht auch der Killer. Naja, die Alibis von 30 Kunden zu prüfen und das einzeln ist viel Laufarbeit. Außer, wenn wir sie mit der Liste vergleichen würden. Die Liste der Abonnenten der Magazine. Sie haben sie doch noch, oder? Ja, ja. Lauren, warten Sie. Der Killer tatsächlich mit einer Royal-Maschine geschrieben hat und ein Origami-Magazin abonniert hatte, sollte er auf beiden Listen stehen. Lauren, das ist nur eine Theorie, aber ja, ist möglich. Der Name ist hier drin. Los, wir finden ihn. Der Einzige, der auf beiden Listen stand, starb mit 10. Und was wollen wir machen? Nachsehen, ob er auch wirklich tot ist? Ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn. Außer der Mörder benutzt nur den Namen. Warum gerade ein Kind, das vor 30 Jahren starb? Das müssen wir rausfinden. Sein Name ist John Shepard und er muss einen Grabstein haben. Sie geben nie auf, oder? Hey Scott, wohin gehen Sie? Das Grab von John Shepard muss hier sein. Hat Ihnen niemand gesagt, dass man auf Friedhöfen nicht schreit? Die Toten stört das nicht. Verzeihung. Ich suche das Grab eines Jungen. Ein John Shepard. Geradeaus. Ein Stück weiter hin. Danke. War's das? Geben Sie auf? Ich hab mich nur mal umgeschaut, mehr nicht. Dachte, ich wäre Ihr Partner.
Kein Lauf, Bursche. Verzeihung, ich suche. Kein Problem. Ich schaff das schon. Entschuldigung. Ich suche das Grab eines Jungen, der vor 30 Jahren gestorben ist, einen John Shepard. Können Sie mir vielleicht sagen, wo es ist? Die Kindergräber sind im nächsten Abschnitt. Danke. Wir müssen endlich das verdammte Grab finden. Schon gut, ich komme. Um ganz ehrlich zu sein, Lauren, es ist Zeitverschwendung. Wir können doch nicht umsonst hierher gekommen sein. Wir müssen dieses Grab finden. Die Blumen sind noch frisch. Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Origami-Figuren. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Armer Kleiner. Ich kannte den Jungen. Sie kannten John Shepard? Habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. 77. Oktober, glaube ich. Ihr nichtsnutzigen Sträuße, macht euch gefälscht hier raus. Los, haut ab, ihr verfluchten Rotzbengel. Kommt wieder, versatzte Mutter von der Arbeit zurückkommt. Er ist wieder voll. Und was machen wir jetzt? Es regnet wie aus Eimern. Wir werden klitschnass, wenn wir draußen bleiben und spielen. Aber er schlägt uns nicht. Das bisschen Regen macht nichts. Los, wir spielen! Ich wette, du kriegst mich nicht!
Mann, du bist echt eine lahme Ente. Was ist los? Kommst du jetzt oder nicht? Und musst mich suchen, okay? Eins, zwei, drei.
18, 15, 19, 20. Kind fand keine Hilfe. Und sein Bruder ertrank in dem Rohr, im Regenwasser. Der kleine Junge, was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich glaube, er wurde adoptiert. Tja, sieht nach einem Sturm aus. Ich gehe lieber nach Hause. Gott, eine schreckliche Geschichte. John Shepard ertrinkt im Regen an der Hand seines Bruders. Könnte er vielleicht der Origami-Killer sein? Kommen Sie, zurück zum Wagen. Shepherds Grab.